Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Blade 2 im Bannerlord. Unser Bruder hat keinen Bock mehr. Junge, komm doch her, ich hab mich auf aggressiv gestellt. Mann, Alter, jetzt mal ehrlich, du. Die machen noch kein Geld. Super. Junge, ich hab dich auf aggressiv gestellt, komm doch her. Kann hier den Truppenlohn? Unbegrenzter Truppenlohn. Aktuelle Obergrenze. 105. Das tun wir ja jetzt ganz mal hier runterdrehen, dass das jetzt hier nicht höher geht. Obergrenze wird 400 sein und dann passt der Lachs hier erstmal. Aggressiv eingestellt. Junge, komm doch her. Hat keine Ahnung. Machen wir so. Wir greifen ihn jetzt hier an. Er speichert erstmal. Super. Guten Tag. Hallo. Bleiben Sie stehen. Hallo. Ja, renn schön weit weg von deinen Freunden. Renn. Yes, yes, yes. Stop there. Who are you? Guten Tag. Wir wollen euch überfallen. Na? Ergebt euch. Oder sterbt. Angreifen. Warum war er denn so schockiert? Ich weiß es nicht. Super. Wir kriegen... Oh, schöne Schlacht hier. Wir kriegen langsam Einheiten wieder zusammen. Bogenschützen. So. Und Start. Wir machen dann gleich wieder 3 und 4. Da hinten sind die Mongos. Rennete. Lololololol. Infanterie, stellt euch mal kurz hier auf. Bogenschützen, stellt euch mal hier hin. Rennt mal, Leute. Die kommen auch schon angerannt. Und dann stellen wir euch mal hier auf. Na? Auf. 1. Shieldwall. Dann reiten wir hier einfach mal durch, weil wir lustig sind. Und reiben die hier alle ein bisschen auf. Die greifen natürlich auch unsere Truppen an. Finden wir nicht so ganz so toll. Aber wir müssen jetzt kurz mal hier ein bisschen stehen bleiben. Wir machen mal unsere Bogenschützen hier rüber. Können die seitlich vielleicht noch ein bisschen mehr ballern. Schön hier in Angriffssituationen halten. Ja, komm. Ah, unsere Pumpe sind noch da. Wunderbar. Oh mein Gott, das war ganz schön heavy. Archers. Geht mal hier rüber, Footman, langsam vorrücken. Na, stell doch lieber mal hier hin. Oder hier hin. Und jetzt hier so hinstellen. Gut. 1. Angriff. Und jetzt unser Pferdchen einmal hier durch. Angriff. Mischen die sie auf. Super. Läuft. Und dann machen wir 5. Everyone, Angriff. Jetzt rennt nämlich jeder hinterher. Vorwärts, Männer! So, über die Truppen ein bisschen wegschubsen. Dass sie uns nicht hier Ärger machen. Das läuft gut. Das ist echt eine sehr gute Schlacht. Wenig Verluste. Wirklich wenig Verluste. Maximale Ausbeute. Das will ich sehen. Ah, er hat überlebt. Oh, daneben. Ah, jetzt hier. Noch einer. Da oben ist noch einer.
Ergib dich, mein Freund! Du hast keine Chance! Rennt, rennt, rennt. Wir brauchen mehr Kavallerie. Das kann ich jetzt schon mal hier sagen. Wir brauchen deutlich mehr Kavallerie. Deutlich mehr Angriffstruppen. Deutlich mehr von allen. Gut gemacht, Männer! Ich finde es auch cool, dass die jetzt auch mehrere Siegmusiken haben. Das ist schön. Ah, das ist schon... Also man fühlt sich schon... Also es fühlt sich schon cool an jetzt, ganz ehrlich. Nur um das Gefühl jetzt zu beschreiben. Ihr habt euch wirklich bis hierhin hochgearbeitet. Zuerst so 5 Leute gewesen so. Ja, und jetzt hat man schon so einen Trupp, so eine Armee zusammen. Das ist schon cool. 13 Tote, damit kann ich leben. Es war trotzdem kacke, ne? Aber gut, sind halt die meisten, die gegangen sind. 6 Verletzte. Einer geflogen. In Ordnung. 61 Tote. Boah, das ist heftig. Das ist heftig. Du bist jetzt mein Gefangener. Okay. Truppen jetzt erstmal hier verbessern. Wunderbar. Wir machen Bogenschützen. Die haben eine höhere Reichweite. So, hier, zack. Schön auf Schildträger gehen. Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Schild, 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 Schild. Was ist hier? Armbrustschütze, Fußsoldat. Die haben auch ein Schild. Super. Okay, wir haben 33 von 39. Wir nehmen jetzt die mal mit rüber. Wir haben 39 plus 1. Und den da weg. Und die 5 tun wir auch mal weg. Ja, lassen wir es so. Können zwar mehr mitnehmen, aber die bringen uns jetzt recht wenig. Beziehungsweise die Rekruten. Mhm. 37 plus 1. So, machen wir das. Schön, schön, schön. Oh, nee. Das ist kein gutes... Ah, das wäre schon geil, ne? Das Cape ist schon geil. Hast ein paar schöne Sachen dabei? Nehmen wir natürlich auch alles. Fertig. Wunderbar. Speichern unter. Nächste Schlacht überlebt. Läuft doch. Läuft doch. Wir gehen da mal zur nächsten Stadt. Oh. Haben wir jetzt eine Karawane verloren? Das wäre jetzt Ärger. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Karawane verloren. Haben wir jetzt eine Karawane verloren? Ja, wir haben eine Karawane verloren. Nein! Wir haben eine Karawane verloren. Oh, ist das ärgerlich. Aber er bewegt sich, er bewegt sich. Wir stellen ihn vielleicht jetzt nochmal auf aggressiv. Wo war das hier doch? Plan. Truppen. Aggressiv. Oh, ist das ärgerlich. Also das ist natürlich wirklich jammer schade. Wurde freigelassen. 2 von 2. Ah, Mann. Ärgerlich. Jetzt haben wir eine Karawane verloren. Das schlägt natürlich einen Geldbeutel ein bisschen ein. Truppen rekrutieren. Zack, 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 zack. Als nächstes hier hin und Truppen rekrutieren. Schrott wieder verkaufen. Ach, geht nicht. Handel. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Brauchen wir nix. Oh, nach Wert. Ja, brauchen wir auch nicht, soweit ich hier sehe. Schade, dass das da so zum Morgen, der wäre schon geil, ne? Aber der ist halt leider auch ein bisschen schwächer. Aber verkaufen bis 6000. Machen wir mal. Reiterbanner. Boah.
auch nichts hier. Fertig. Speichern unter. Wir müssen uns jetzt hier mal langhangeln. Wird vielleicht etwas entbehrungsreicher werden. Minus 28. Jetzt haben wir eine Karawane verloren. Wir hätten gleich eine bessere machen sollen. Beziehungsweise damals konnten wir auch noch nicht so machen, was wir wollten. Rennen, rennen, rennen. Wir können auch nicht so die einfach angreifen. Ach Mann, mich ärgert das, dass wir den Bruder nicht so steuern können, wie wir es wollen, beziehungsweise brauchen. Pardon. Das ist alles etwas suboptimal. Truppen rekrutieren. Minus 1000. Das klappt doch selber nicht. Warum hat die so viele Truppenausgaben? Moment, sorry, das müssen wir mal kurz erörtern. 88, der ist bis jetzt auch nur ein Geldgrab. Also hier steht's vor allem. Wie viele Einheiten man hat. Ja, hier, wusste ich doch, das konnte man nachgucken. Wieso minus 1000? Der Stille. Warum minus 1000? Was magst du? Hier ist doch 300. Alles klar. Ja, na? Alles klar. Also jetzt mal ehrlich. Alles klar, du. Hier ist unser nächstes Opfer. Bleib stehen. Ich hole dich ein, kleiner Fratz. Du kannst nicht entkommen. Stop there, Stranger. I bid you peace. Ja, du jetzt hier, ne? Ich verfolge dich die ganze Zeit. Stirb mal, Junge. Angriff. Ich weiß auch nicht, ob wir die drei dann auch einfach hinrichten sollten. Bleibt fraglich. Oh, eine Schlacht beim Dorfe. Ja, ist jetzt natürlich fraglich, wie man die jetzt hier aufstellt. Ach komm, ganz ehrlich, bereit. Infanterie! Infanterie, stell euch mal hier hin. Bogenschützen hinter. Dann der Rest. Folgt mir. Dann knöpfen wir uns gleich mal die hier vor. Die ist sumpfig hier. Footman! Footman, die sind hier. Footman können wir mal hier machen. Da haben wir einen kleinen natürlichen Schutzball. Forward! Bogenschützen müssen wir herkommen. Reiter sind hinter mir. Wir knöpfen uns hier vorne mal vor. Bin noch am überlegen, ob ich auch den anderen Speer nehmen sollte. Gut erwischt. Ja, ich weiß, ich könnte sie auf Angriff. Oh mein Gott, das war dumm. Angriff stellen. Ist aber manchmal nicht so sinnvoll. Ist hinüber. Da ist noch einer. Na komm. Wir sollten jetzt mal kurz zu unseren Truppen schauen. Da, da sind die drei. Gut, ist alles gut. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir dürfen nichts hier zu überhasten. Das wirklich nicht. Die wollen uns hier zu einem Stadtgemenge einladen. Darauf habe ich nicht so ganz so viel Lust. Das heißt, wir werden die einmal umstellen. Und von hinten attackieren bzw. flankieren. Zum Glück gibt es ja keine Ausdauer. Das heißt, ich rufe erstmal meine Truppen her. Die können jetzt schön gemütlich herlaufen. Und dann laufe ich jetzt mal kurz hier hin. Von der Seite werden wir sie dann attackieren.
Pferde hinreitet. Da oben werden wir sie dann attackieren. So als kleinen Plan. Würde ich das jetzt nur mal festlegen. Ach, daneben. Na gut. Alles gut, mein Freund. Weil dann müssen wir nicht durch die Stadt durch. Haben Infanterie hierhin. Archers hierhin. Haben eine bessere Stadtübersicht. Komm, schlag drauf, schlag drauf. Na gut. Footman. Forward! Arrows! Arrows. Geh mal so hin. Oi! Du Hund. So, weg mit dir. So, dann würde ich auch machen. F1, Infantry. Shield Wall. Da hinten ist noch einer. Ah, daneben. Leider nicht so eine freie Schussbahn, wie ich es gerne haben wollen würde. Hier ist ein enger Fußmarsch. Wir tun die trotzdem mal herholen. Die Archers auch herholen. Wir haben ja als geiles Backup. Langsam vor unsere Leute. Wir flankieren jetzt langsam von hinten. Wir wollen leider nicht aus der Stadt. Ja, wir machen einfach alle Angriff. Angriff, Männer! Können wir jetzt auch nicht machen. Wir gehen halt mitten ins Getümmel mal rein. Oder auch nicht, weil wir nicht reinkommen. Angriff, Männer! Vorwärts! Vorwärts! Tod und Verderben! Ja, super! Gut, 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 gut. Letzten werden niedergemacht und wir hängen fest. Schön, 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 schön. Unser Banner lebt sogar noch. Der letzte Krieger. Na komm. Na komm. Du kommst hier nicht mehr raus, mein Freund. Gut gemacht, Männer. Ein glorreicher Sieg. Sieg! Schön. 9. Das sind gute Zahlen. Die gefallen mir. 9 Stück. 48. 37 verwundet. Mein Gefangener, Junge. Die haben jetzt gleich keine Fürsten mehr. Wir nehmen mal alle mit. Ja, ich weiß, wir sind etwas flämischer Fußsoldat. Die nehmen wir auch alle mit. Tun ein bisschen hier aussortieren gleich. Zack. Zack, zack, zack. Dann zack. Rekruten hier. Fußsoldaten, das wollen wir. Jeder hier. Zack, 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 zack. Ich will Schilde sehen. Und hier mache ich die zu Reiter. Okay. Ja, 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 ich weiß. Viel zu viele Leute. Wen brauchen wir nicht? Im Prinzip können wir die billigsten weghauen. Fußsoldat. Die Rekruten können wir weghauen. Was brauchen wir noch?
Sie brauchen wir auch nicht, ganz ehrlich. Ciao. Was brauchen wir sonst nicht? Der kommt weg. 23. Weil die lassen sich überzeugen. Wenn die zu hoch sind wie diese hier, dann geht's nicht. Was wird draus? Halt auch nicht alle hier, ne? 20. Wir haben ja einfach noch zu viele. Aber die kann ich gut verkaufen, ne? Ja, aber die kann man halt nicht überzeugen und das ist eben das Problem. So, 42 plus 1 ist 43. Wert? Wow. Schlachtrossen nehmen wir alles mit. Wurf. 10% mehr Schaden. Nahkampf. Kontrolle, Fertigung, Fernkampf. Bla 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 bla. Boah. Machen wir diesen mal. Truppen rekrutieren. Nehme ich mit. Jetzt sind wir wieder im Plus. Es ist, glaube ich, verbuggt, ganz ehrlich. Es ist verbuggt. Kauft etwas. Können wir auch was verkaufen? Ich weiß, die brauchen es zwar nicht. Aber. Ja, ne? Macht der halt einfach pleite. Minus 49 Geld. Bekommen 1000. Ja, ne? Händler hat zu wenig Geld. Ah, dann halt zurück. Mensch. Der hat nur 1000, die armen Schweine. Ich kann mir nicht zu arm machen. Boah. Erstmal speichern. War doch eine schöne Schlacht, ganz ehrlich. Hat doch alles funktioniert. Müssen wir mal schauen. Jetzt dürften die normalerweise keine Soldaten hier mehr haben. Nein! 85. 104. Ein Boden mit Lösegeld angebaut. Ungar ablehnen. Ungar. Wer ist denn Ungar? Ungar! Hi! Na? Wie geht's denn dir? It's been a while. Nee. Unsere reiche Leute. Die können wir auch der erste Anführer. Na? Oh Mann, hier sind so viele Verteidiger. Hoch. Habe ich den Zaun kaputt gemacht? Oh nee, Gott sei Dank nicht. Wir speichern nochmal kurz, sorry. Ich will jetzt hier kein dummen Fehler. Also was heißt dummen Fehler? Nichts machen, was ich. Die greifen dann ja an, ne? Auch nicht. Greift ihr dann an? Auch nicht. Die greifen auch nicht an. Okay, weil ich will halt wirklich keinen dummen Fehler machen. Wir reiten mal nach da unten. Nicht, dass jetzt hier einfach so die Leute hinrennen. Die haben jetzt keine Armee hier mehr. Das heißt, wir bauen uns jetzt eine Armee auf und versuchen die irgendwie zu belagern. Keine Ahnung, wie man sie am besten macht. Oh, keine Truppen zum Rekrutieren. Tavernenbezirk. Wählt Gefangene aus, die verkauft werden sollen. Den kriegen wir nicht mehr. Den kriegen wir nicht mehr. Also im Prinzip, wir können hier. Bis auf die Fußsoldaten tun wir alles mal weg. So. Gut. Speichert. Mir auch wieder ein bisschen schneller drum rekrutieren. Zack, zack, zack. Das
Das ist ärgerlich alles. Truppen rekrutieren, zack, zack. 80 haben wir jetzt wieder. 90 wären mir noch lieber. Da war eine Karawane, die hätten wir überfallen können. Na komm. Put, 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 put. Karawanchen, der ist zu schnell. Na gut, ja, jetzt läufst du aber in die Falle. Joa. Oh. Ist mir egal. Ja, bereit, komm. Infanterie voraus, dir voraus. Drei. Da haben wir jetzt. Oh nein, 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 folgen. Schöne Seeschlacht. Oh Gott, nicht Windows. Seeschlacht. Angriff, Männer! Infanterie, ihr geht trotzdem mal hier hin. Bogenschützen. Nee. Bogenschützen geht mal hier hin. Huch, wohin drücke ich denn dauernd? Ich komme dauernd auf die Windows-Taste, ich bin besoffener. So, und dann machen wir eins. Schildball. Die Archers gehen mal hier oben. Die Infanterie geht langsam vor. Hohoho. Los, Männer. Dann Angriff. Ein Infanterie-Linie. Und dann war. Angriff. Ah, zu früh gehauen. Aber dann kriegen wir die geldtechnisch auch so schnell wie möglich leide. Na, ah, auch daneben. Oh, sorry. Gut gemacht, Männer. Super. Einer. Perfektes Ergebnis. Die nehmen wir dann alle. Aufbessern. Zack, zack, zack. Brauchen noch ein paar mehr Fußsoldaten, bevor wir hier weiter rumgehen. Rekrutieren, rekrutieren, rekrutieren. Deswegen habe ich die mitgenommen, weil die kann man doch einfach rekrutieren. Boah. Ihr verliert drei, das ist Wurst. Super. Bergbanditen. Speichern. Läuft bei uns, würde ich sagen. Blub, 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 blub. Gut. Ich würde sagen, da war wieder eine Karawane. Die schnappen wir uns dann als nächstes. Truppen rekrutieren. Zack, zack. Handel. Ja, das setzen wir. Das ist schon ein besseres Ritterschwert. Wir gehen mal, setzen hier an. Verkauf mal den ganzen Stiesel. Weg. Ist auch nur Müll. Oder? 24. Wäre halt ein bisschen besser, ne? Aber es sieht nicht so stylisch aus. Das muss man schon sagen, sieht ja nicht so stylisch aus. Huch. Wir gehen auf Style.
Ein bisschen muss ich auch sein, ganz ehrlich. So, einmal zack. 10.000 wieder reingeholt. Oder war es 18.000? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Und ich würde auch sagen, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge Mount & Blade. Wir versuchen jetzt in der nächsten Zeit hier noch weiter zu belagern, anzugreifen, Karawanen zu überfallen. Wir haben ihre großen Armeen ausgeschaltet. Alle ihre Anführer sind in unserer Gefangenschaft. Und ja, der Rest wird sich ergeben, denke ich mal. Und in diesem Sinne bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.